Grandios, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und auch heute werde ich nicht persönlich dir Insights geben, sondern die Katja von der Firma Brights, eine unserer Tochterunternehmungen. Hier geht es um das Thema Personalisierung und Empathie und wie wir entsprechend als Menschen ticken, wenn wir digital unterwegs sind. Und die Katja hat mit dem Yannick zusammen drei super tolle Highlights herausgearbeitet, die wir auf der Veranstaltung im September 2021 erleben durften. Die möchten wir euch nicht vorenthalten. Und ich sag mal, startfrei für die drei Highlights aus dem Thema Personalisierung auf digitalen Plattformen. Genau. Wir wollen der Frage ein bisschen näher kommen, wie ticken wir denn in der digitalen Welt? Und dafür stellen wir uns zuerst mal die Frage, wie ticken wir denn so generell? Wie stellen wir denn fest, wie jemand tickt? Wenn wir mal das Beispiel nehmen, das ist Amy, sie ist vielleicht 28, lebt in der Stadt, geht in ihrer Freizeit gerne mit Freunden in den Park und macht viel Sport. Wir schauen uns sie mal an und überlegen erstmal, was würdet ihr denn jetzt denken, wie geht's ihr denn gerade? Ich würde vielleicht sagen, ja, sie sieht relativ entspannt aus, sie hat ein Lächeln auf den Lippen, steht erstmal ganz gemütlich da und so würde ich das zuerst interpretieren. Woran mache ich das jetzt fest, dass es ihr gut geht? Ich schaue mir ihre Mimik an, ihre Gestik, ihre Körperhaltung, vielleicht ihre Kleidung. Wenn sie zu mir sprechen würde, würde ich auch ihre Stimme damit einbeziehen. Und wenn ich mir jetzt aber andere Beispiele von Amy anschaue, dann sehe ich, sie kann verärgert sein, sie ist vielleicht auch nervös oder sie ist überrascht, sie freut sich. Und das mache ich eben auch alles an der Mimik, an der Gestik und an der Körpersprache fest. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir das in der digitalen Welt nicht unbedingt eins zu eins übertragen können. Jubin hat es gerade schon angesprochen, wenn wir uns mal den Handel vorstellen und ein Kunde kommt in einen Laden, dann gibt es Verkäufer, die können dann, wenn sie gut sind, auf diesen einzelnen Kunden eingehen. Das heißt, sie sehen den Kunden, sie interpretieren die Körpersprache und sehen, ist es jemand, der schon wild entschlossen ist und sofort zu der Schuhabteilung läuft, dann lassen sie ihn vielleicht eher in Ruhe. Jemand, der aber eher suchend durch die Gegend läuft, vielleicht den Blickkontakt mit dem Verkäufer sucht und etwas zögerlich ist, den sprechen sie vielleicht an. Das macht der Verkäufer in der Regel auch an so Dingen fest wie der Körpersprache, Mimik, Gestik. Und das haben wir aber im Onlinehandel ja erstmal nicht. Das heißt, wir sehen ja erstmal nicht, wie schaut der Kunde gerade, der vor dem Rechner sitzt, sondern wir müssen es vielleicht an anderen Dingen festmachen. Die Erwartungshaltung bei vielen Kunden ist aber genau diese persönliche Ansprache. Das heißt zum Beispiel, ich habe ein Produkt schon gekauft, dann will ich nicht nochmal mit diesem gleichen Produkt konfrontiert werden. Oder ich möchte, je nachdem, wie ich mich auf der Seite verhalte, nicht sofort eine Nachricht ausgespielt bekommen von dem Shop, weil mich das vielleicht in dem Moment überfordert. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir denn diese Körpersprache in der digitalen Welt messbar machen und wie können wir da empathisch drauf eingehen? Spannende Frage. Wie ersetzen wir denn nun die Komponenten Gestik, Mimik und Stimme, die ja so viel aussagen können im E-Commerce? Weil auch im E-Commerce ist es von fundamentaler Bedeutung, menschliche Gefühle, menschliche Emotionen und auch deren Bedürfnisse zu verstehen, um eben deren Entscheidungen und auch deren Verhalten nachvollziehen und erklären zu können. Zum Glück funktioniert das auch so und der Mensch hinterlässt oder der User innerhalb seiner Session wahnsinnig viele Hinweise darauf, wie es ihm just in diesem Moment gerade geht. Er hinterlässt seine digitale Körpersprache und ich sagte eingangs schon die ein oder anderen Buzzwords und genau das hatte mich übrigens gecatcht auch. Und was verstehen wir unter digitaler Körpersprache? Digitale Körpersprache umfasst so und so viele Informationen wie zum Beispiel Mausbewegungen, Klickverhalten, wahnsinnig spannend, was man alles erfassen kann. Zum Beispiel auch die Präferenz, ob sich jemand gerade mehr auf PLPs oder PDPs auffällt. Und allein von oder anhand dieser Information wird ein individuelles und situatives Verhaltensprofil erstellt. Durch das man in Echtzeit Informationen hervorsagen kann, wie zum Beispiel ob ein User sich gerade unwohl fühlt, ob er sich wohlfühlt, ob er arg preissensibel agiert oder ja, vielleicht eben auch unsicher ist, weil er die Shop-Navigation noch nicht kennt, weil er zum Beispiel das erste Mal in diesem Shop ist. Wir nutzen all diese Informationen dafür, um die Decision Journeys und Customer Journeys besser nachvollziehen zu können. Weil letztendlich ist es ja so, dass Customer Journeys selten oder eigentlich nie starr und feststehend sind. Customer Journeys entwickeln sich anhand situativer Entscheidungen immer weiter. Wir kennen das ja auch. Menschen sind ja wahnsinnig irrationale und individuelle Wesen.
Es kommen dann manchmal Reize oder Bedürfnisse auf innerhalb dieser Customer Journey, die eine Decision Journey fundamental verändern. Sie entwickeln sich anhand von Motivationen und Absichten. Und so nehmen sie verschiedenste Richtungen, die man vielleicht am Anfang gar nicht vorhersehen kann. Es könnte zum Beispiel sein, jemand geht in einen Shop rein, hat noch gar nicht wirklich ein Bedürfnis, gar keinen wirklichen Plan, was er da eigentlich machen will. Und auf einmal merkt er was, hier werde ich gecatcht, hier will ich mehr haben, hier will ich mich weiterentwickeln. Immer die Referenz zum stationären Handel. Ein Spitzenverkäufer würde das ja recht fix erkennen auch, anhand von der Körpersprache und seine Verhalten oder seine Verkaufsstrategie darauf anpassen. Auch das ist hier wieder der spannende Punkt. Digitale Körpersprache nutzen, um die Beratungsstrategie optimal zu erkennen und die Customer Journey zu verstehen. Ja, was umfasst alles jetzt Decision Journeys? Da, glaube ich. Ich geht das hier wieder? Nee, aber dann weiß ich das. Ach so, genau, danke. Ich hab's. Achso, ich klicke dich an. Genau. Okay, ich hatte es zwar auf eingeschaltet. Genau, zack. Genau, wie funktioniert das denn jetzt? Hier mit einem spannenden Dreischritt von Identify zu Understand und der Act-Phase. In der Identify-Phase vielleicht mal diese objektive Beobachtung von mehr als 200 Messpunkten und Mikroverhaltensweisen. Einfach mal objektiv Daten zu sammeln. Diese ergeben dann in der Kombination die digitale Körpersprache und das alles DSGVO-konform über Cookie-Einstellung. Entschuldigung, ich war hier, geht in dieselbe. Gar nicht mehr aus dem Sprachgebrauch wegzudenken. Leider hat sich's etabliert. Genau, jetzt nehmen wir doch mal ein Beispiel. Jetzt weiß ich, wie ich die Katja anklicke. Ich mache nochmal gleich. Zwischen zwei unterschiedlichen Suchverhalten. Zwei unterschiedliche Suchverhalten, die wir jetzt ohne Interpretation einfach mal ganz objektiv anschauen. Wenn wir links ein Suchverhalten sehen, was sich vor allem dadurch auszeichnet, dass eben abgehacktere Bewegungen sind, häufig mal nach oben, wieder nach unten gescrollt wird, sehen wir rechts eher so smoothere Bewegungen, würde ich sagen. Jemand, der auch länger mal drauf verweilt und langsam nach unten scrollt, nur eine Richtung hat. Mal rein ohne Interpretation kommen wir in die nächste Phase, die Understand-Phase. Na, klappt gut. Die Understand-Phase. Während wir gerade nur objektiv Daten gesammelt haben, versuchen wir nun, diese Daten zu verstehen und verschiedenen psychografischen Statuten oder Buyer-Types zuzuordnen. Wir haben da vier unterschiedliche entwickelt, den Hunter, den Lover, den Demander und den Insecure. Und darauf basierend unterschiedliche Interpretationen von den Customer Journeys zu entwickeln. Ganz wichtig für die fundamentale nächste Phase, dann dementsprechend auch zu handeln. Weil wir haben ja gerade zwei komplett unterschiedliche Suchverhalten gesehen. Links war ja dieses Beispiel mit schnelleren Suchverhalten, was wohl darauf schließen lässt, dass der eine aktive Suche hat, der hat ein konkretes Need, ein konkretes Bedürfnis und sucht das Produkt, was seinen Anforderungen am besten entspricht. Während hingegen rechts eher so stöberndes Verhalten war. Erinnerung, diese smoothe Bewegungen, der weiß zum Beispiel noch nicht genau, was er will. Zwei komplett unterschiedliche Suchverhalten, die auch jeweils komplett unterschiedliche Unterstützung bräuchten und mit unterschiedlichen Impulsen begleitet werden müssen. Hier finden wir mal ein Beispiel, wo alle drei Phasen mal schön zusammen sind. Da würden wir gleich der Reihe nach durchgehen. Wir starten mal mit der rein objektiven Beobachtung der Identify-Phase. Wir sehen den User, der seinen Cursor nach unten bewegt zu den Produktinformationen. Von da aus geht er zum Produktnamen, markiert diesen und geht dann oben in Richtung Suchleiste. Identify-Phase. Understand-Phase. Wir sehen oder vermuten, dass der User auch seine Aufmerksamkeit mit dem Cursor bewegt. Das ist nachgewiesen. Das ist meist so, dass man da, wo man sich mit dem Cursor befindet, auch seine Aufmerksamkeit hintransportiert. Er sieht die Information, diese Ausführung ist bald wieder verfügbar oder ist gerade nicht verfügbar. So, dann geht er auf den Produktnamen, markiert diesen und zeigt Anzeichen, dass er die Seite verlassen will und eventuell diesen Bürostuhl in einem anderen Shop zu kaufen. Act-Phase.
Dieser Situation wird natürlich gerne entgegengewirkt, weil nichts blöder ist, als wenn er den Shop verlassen würde und den Stuhl irgendwo anders kaufen würde. Es wird ein sogenannter Exit-Intent ausgespielt, der darauf hinweist, dass eben noch andere Bürostühle vorhanden wären. Ein gutes Beispiel, wo die drei Sachen zusammengefasst werden mit dem übergeordneten Ziel, die Leute eben im Shop zu halten, und funktioniert tatsächlich auch recht gut, oder? Ich hoffe, euch hat es genauso begeistert, wie es uns auf der Veranstaltung begeistert und de facto auch all den Kunden, die bereits einsetzen. Ich freue mich auf Kommentare, Input, auch Kritik natürlich und Ideen und Anregungen, was ihr dazu denkt, wenn man über das Thema Personalisierung spricht, sowie auch über das Thema Empathie und Psychologie im digitalen Vertrieb und Marketing.